In welchem Abstand von einem sphärischen konvexen Spiegel muss man ein Objekt positionieren, damit sein Spiegelbild halb so hoch ist wie das Objekt? Angegeben werden also dieser sphärische konvexe Spiegel mit Scheitelpunkt S, mit Brennpunkt F und mit Zentrum C. Angegeben ist auch dieses Objekt AB mit Höhe h. Wir suchen die Position von diesem Objekt AB so, dass das Bild halb so hoch ist wie das Objekt oder auch so, dass die Höhe h vom Objekt das Doppelte ist von der Höhe h' des Bildes. Konstruieren wir zuerst dieses Bild. Der Parallelstrahl, der von B ausgeht, wird reflektiert als Brennstrahl. Wir konstruieren auch die Verlängerung von diesem reflektierten Strahl hinter dem Spiegel. Der Mittelpunktstrahl, der von B ausgeht, wird auf sich selbst reflektiert. Auch hier konstruieren wir die Verlängerung von diesem reflektierten Strahl hinter dem Spiegel. Und da, wo die zwei Verlängerungen sich treffen, da muss sich das Bild A' B' befinden. Dieses Bild ist aber nicht halb so hoch wie das Objekt. Also stellen wir das hier ungefähr so ein, ungefähr so, dass das Bild halb so hoch ist wie das Objekt. Bei dieser Position spielt es keine Rolle, wie hoch das Objekt ist. Wir können das hier einstellen. Ich verstelle die Höhe vom Objekt. Trotzdem sehen wir, dass die Höhe des Bildes die Hälfte von der Höhe des Objektes ist. Was wir jetzt suchen, das ist der Abstand zwischen S und A, den wir klein p nennen. Wir suchen also diesen Abstand klein p, der so ist, dass klein h das Doppelte ist von h'. Beginnen wir mit diesen zwei Dreiecken. A, B, C und A', B', C. Diese zwei Dreiecke sind ähnlich. Durch den Satz des Thales, auch Strahlensatz genannt, können wir also schließen, dass groß geteilt durch klein dasselbe ist wie groß geteilt durch klein. Also groß h geteilt durch klein h' gleich groß, dieser große Abstand zwischen a und c, das ist p plus f plus noch ein f, also p plus 2f, geteilt durch klein. Der Abstand zwischen a' und c, das ist ein f, noch ein f, also 2f, minus dieser Abstand p'. Aus der Hypothese wissen wir aber, dass h geteilt durch h' gleich 2 ist. Somit erhalten wir, dass dieser Bruch gleich 2 ist. In dieser Gleichung setzen wir den Nenner rechts rüber, wo er multipliziert, und dort wird dann diese 2 verteilt. So erhalten wir diese Gleichung oder auch diese Gleichung. Diese zwei Dreiecke S, D, F und A' B' F sind ebenfalls ähnlich, woraus wir wiederum schließen dürfen, dass groß geteilt durch klein gleich ist zu groß geteilt durch klein. Also hier groß, der Abstand zwischen D und S, das ist die Höhe h, also h, geteilt durch klein, das ist h', gleich groß. Der Abstand zwischen S und F, das ist die Brennweite klein f, geteilt durch klein. Und der Abstand zwischen a' und f, das ist die Brennweite klein f minus dieser Abstand
P', also klein f minus P'. In der Hypothese steht aber, dass h geteilt durch h' gleich 2 ist. Also ist auch dieser Bruch gleich 2. In dieser Gleichung setzen wir ebenfalls diesen Nenner rechts rüber, wo er multiplizieren wird, und dann wird diese 2 noch verteilt. So erhalten wir diese Gleichung oder auch diese. Der Abstand 2p' ist also gleich zur Brennweite f. Demzufolge können wir in dieser Gleichung 2p' durch klein f ersetzen. So finden wir, dass p gleich ist zu 2f minus 1f, also ist p gleich f. Wir sollen also das Objekt hier positionieren, so dass dieser Abstand p gleich zur Brennweite des Spiegels ist. Wenn man das so einstellt, so ist das Bild halb so hoch wie das Objekt.